Ja, Freunde, und damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoob. Leute, der erste Spieler hier, der ist schon fleißig hier irgendwo in der Bunkeranlage. Das sieht ja auch schon geil aus, auch gerade mit diesen Nebeleffekten oder so. Oder ich feiere das ja, ne? Robby höre ich oben irgendwo. Aber wie gesagt, ich wünsche mir auch diesen Nebel, der ist schon ganz gut gemacht. Bloß dann noch so über den Boden auch so ein bisschen. Und wenn du dann da langläufst, dann geht er so ein bisschen zur Seite und so, ne? Also diese Effekte, die sind schon geil. Da kann man schon viel draus machen. Wer ist es denn? Minu, Leute, was machst du denn hier, Alter? Guckt euch das an. Seit wann hängt, liegt der denn nicht mehr auf der Lauer, Alter? Das ist ja... Ja gut, am Anzug her hätte man ihn fast erkennen können. Er benutzt auch schon das Nachtsichtgerät, weil es ist nun mal so, Leute, das ist, ihr seht es hier selber. Es ist sehr dunkel hier. Ohne diese Lampen und sowas. Da braucht ihr auf jeden Fall das Nachtsichtgerät. Also hortet Nachtsichtgeräte, wenn ihr die findet. Packt euch ein bisschen was in die Kiste, ne? Als Ersatz auch, wenn ihr was verliert und so. Denkt dran, die Dinger müssen aufgeladen werden, Akkus und sowas mal sammeln, ne? Wenn ich mal irgendwann so einen Akku finde oder so, dann gucke ich immer gleich nach. So rechte Maustaste eben so aufs Gerät hier, ne? Also erst einen Akku anklicken, ihr wisst ja, wie das geht. Akku anklicken und dann rechte Maustaste aufs Nachtsichtgerät und dann kann man das ja chargen. Also charge heißt ja aufladen. Und so haust du da den Strom rauf, ne? Halten eigentlich relativ gut, aber irgendwann ist es halt soweit, da muss man die dann aufladen, die Dinger. Das wundert mich jetzt gerade. Da haben wir Minu jetzt tatsächlich hier bei der Loot-Tour erwischt, Leute. Guck mal, wie gierig er auch unterwegs ist. Mit zwei fetten Rucksäcken. Nee, der hat noch einen kleinen Rucksack. Ja. Der passt aber auch zu seiner Ausrüstung. Nagelkeule hat er dabei. Ja, dann macht er das so. Der große Rucksack ist ein Looter-Rucksack, nehme ich halt an, ne? Und der kleine Rucksack, da ist sein Kampf-Equip drin, ne? Aber Leute, guck mal, die Sniper hat er nicht dabei. Das ist ja auch ulkig. Was hat er denn als Waffe jetzt? Versteckt sich bestimmt noch mehr. Das glaube ich nicht, dass der nur eine Keule hat. Muss es zappelig sein, Moss. Der hat echt nur die Keule dabei? Hat das denn Ding? Oh, wie hell. Schön. Robby kriegt gar nichts mit. So, jetzt komm her. Er lootet nochmal. Wie gierig. Jetzt hat er alle wild gemacht. Leute, nehmt euch mal ein Beispiel an Minu, wegen seiner Ausrüstung halt, ne? Okay, die Schutzweste hat er jetzt so angezogen, weil er hier auf gefährlicher Loot-Tour ist, ne? Aber, ja, mal ehrlich, so viel bringt das auch nichts. Also, das könnt ihr gerne, wie gesagt, gerne testen. Zieht mal so eine Schutzausrüstung an. Nehmt eine Pistole. Ihr habt ja meistens einen großen Squad und so, dann sagt ihr den Kollegen halt, nur die Schutzausrüstung anziehen und der andere ohne Schutzausrüstung daneben. Ne? Und dann könnt ihr da mal raufballern mit der leichten Pistole halt. Und dann seht ihr, wie viel Damage, ob das überhaupt was bringt, diese Schutzausrüstung. Ja, also so viel bringt das noch nichts. Also jedes Gefecht zeigt, dass man eigentlich immer instant tot ist. Seien wir doch mal ehrlich, oder? Und deswegen macht das Minu so, dass er sich vernünftig anzieht. So, es gibt Komplett-Sets. Er trägt jetzt ein weißes, ne? Sieht man da. Ein weißes mit schwarzem Strich. Das gibt's auch in Rot und sowas. Und das feiere ich halt da dran. Und es fällt halt auf, ne? Er ist halt anders wie 90% der Leute auf dem Server, ne? Und ich möchte euch ja auch immer ein bisschen dazu anregen, ne? Also glaubt nicht, dass ihr jetzt hochequipped mit Helm und alles Mögliche unbesiegbar seid. Nein, ihr seid genauso schnell tot, als wenn du hier mit der Unterhose rumlaufen würdest, quasi, ne? Das liegt daran, weil die meisten Leute, die schießen nicht mit einfachen Sachen oder sowas, sondern die schießen alles schon mit... Ja, mit Hightech halt, mit hochkalibriger Munition. Nicht selten sogar panzerbrechend, ne? Und ob du denn da so einen Latz anhast oder nicht, ist scheißegal, du bist dann so oder so weg. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, machen wir das so, wir heben uns dann von der Masse ab. Wir Banditen ziehen ja überwiegend immer Schwarzes an halt. Ich würde auch gerne die Banditenmaske tragen und sowas alles. Das Problem ist bloß, da kriegen wir immer diese Hitzeschläge, irgendwie so einen Hitzeanfall, ne? Und das ist halt ein bisschen nervtötend, deswegen trage ich diese Maske eigentlich... Weniger halt, ne? Ja, auf jeden Fall sieht es hier schön aus. Das Wetter ist soweit ganz genüsslich, gemütlich. Wir haben das anscheinend geschafft, tatsächlich jetzt das Wetter so einzustellen, dass es jetzt überwiegend, ja, auch mal gutes Wetter ist und nicht nur immer ständig Gewitter und so. Das hat ja ein bisschen genervt, weil das zu viel war. Guck mal, da unten kommen Cargo-Leute und wir gucken jetzt mal weiter zum nächsten Spieler. Ja, Freunde, wir sind beim Handelsposten gelandet und es ist da der Mopsy und der Cracky.
Wobei, das scannen hier noch irgendjemand? Nee, die beiden sind hier gerade am Handelsposten unterwegs. Leute, ihr seht's. Beim Handel bitte Discord-Preise. Discord-Handelsposten benutzen. Night Trading Company. Bar- und Stillbereich. Craig hier hat irgendwo gerade irgendwas verkauft oder sowas. Trödelstand frei. Achso, guck mal hier. Das ist auch schön, ne? Also da könnt ihr dann selber, wenn ihr irgendwas vermarkten wollt oder sowas, hier in diesen Boxen da, denke ich mal, reingehen. Das ist wohl für alle ist. Deswegen steht da wohl frei drauf. Da ist auch noch ein Auto. Und ja, da könnt ihr dann euren eigenen Verkaufsstand aufbauen. Das hier ist eine Safe Zone, Leute. Ich zeige nochmal kurz hier auf die Karte. Falscher Knopf. Da. Da ist diese grüne kleine Safe Zone hier. Man sieht's, ne? B2. Und das hier ist der Handelsposten sozusagen. Also, ich würde gerne, wenn es nach mir ginge, aus dem Handelsposten ein Handelsdorf sogar machen. Also wirklich ein Spielerdorf machen. Da müssen wir mal gucken, ob wir sowas realisieren. Also das liegt ja dann letztendlich an euch, ob ihr da Bock zu habt. Ich habe da schon mal von gesprochen. Zum Beispiel, dass einer Waffen verkauft, dass einer Rüstung verkauft. So wie im Mittelalter. Da gab es doch auch so verschiedene Läden in der Straße. So eine Bummelzone. Wisst ihr, wie ich meine? Rüstungsladen, Waffenhändler. Was gibt's noch? Pferde. Also hier gibt's dann Autos. Im Moment, das macht alles, glaube ich, so überwiegend dieser ganze Posten hier. Also da müsst ihr mal gucken, wenn ihr das, wollt ihr das so haben, wie wir es jetzt haben, so eine Zentrale, die ganz viele Sachen schmeißt, so einen zentralen Anlaufpunkt? Oder sind da unter euch vielleicht Spieler, die Bock auf sowas hätten hier mit An- und Verkauf und sowas, ne? Wir geben dann ja auch diese Scum-Dollar heißen die wohl jetzt im Spiel jetzt hier raus, ne? So dass dieser Wirtschaftskreislauf anfängt halt zu blühen. Und so könnt ihr halt selber dann irgendwie was aufbauen. Das ist auch für die Leute, ja, die irgendwann sagen, oh, das ist langweilig oder die keinen PvP oder sowas wollen zum Beispiel. Die wollen lieber dann ein bisschen hier so einen eigenen Laden irgendwie eröffnen oder sowas, um eben auch andere Spieler kennenzulernen, eine Anlaufzone zu sein, die halt keine Scheu haben vor anderen sozialen Kontakten oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Weil da gibt es dann natürlich noch verschiedene Sachen. Man kann auch einen Lebensmittelladen aufmachen. Getränke. Also es gibt da mittlerweile so viel, ne? Medizinladen kann man aufmachen. Im Moment läuft alles hier, wie gesagt, über diesen Point hier so. Aber es wäre auch mal vielleicht eine Idee, ja, dass vielleicht mehrere Squads oder mehrere Leute ihren eigenen Shop dann eröffnen. So eine Art Spielerdorf machen, so ein großes Spielerdorf, das aber nur aus so Läden besteht jetzt, ne? Nicht irgendwie nur normale Wohngegenden oder sowas. Ihr habt euer Wohnhaus, habt ihr weiterhin woanders bloß, ne? Bloß dann geht ihr halt ganz normal hier, wenn ihr denn da Bock habt oder wenn euch einer ruft, halt zu eurer Arbeitsstätte hier in dieses komische Verkaufsdorf oder wie wir das nennen können, ne? Bummelstraße oder sowas, ne? Marktplatz. Marktplatz kann man das, glaube ich, am besten so nennen, denke ich mal. Das ist einleuchtend für alle. Wo dann mehrere Häuser von euch aufgestellt sind. Oder hier wie hier zum Beispiel. Da kann man sich da auch ein bisschen was abgucken von den Leuten, die schon ein bisschen länger im Geschäft sind, ne? Wie man so eine Verkaufsbox zum Beispiel aufbauen kann, ne? Mit Tresen. Also hier sind jetzt sogar Gitter. Da könnt ihr aber auch Stühle oder Tresen hinbauen. Ist klar, ne? Da ist jetzt Stacheldraht. Und hier ist dann halt so eine Eingangstür, ne? Und so eine Box kann man natürlich dann auch für eure Shops so verwenden, ne? Da macht ihr dann ein Schild vor, was hier verkauft wird. Medizin oder was weiß ich was. Und dann habt ihr natürlich auch ja, natürlich auch irgendwie Vorratskisten da drin, ne? Die natürlich gesaved sind, die können ja nicht geklaut oder geknackt werden. Aber den Stuff müsst ihr dann halt selber irgendwie organisieren, selber sammeln gehen und so habt ihr auch ein bisschen dann was zu tun, ne? Das wäre, dieser Marktplatz wäre halt sowas, wie jetzt hier auch diese Handelsposten, dass eben die Leute dann, wenn sie irgendwas brauchen, dann nicht lange rumsuchen müssen auf der Welt, weil letztendlich, du kriegst ja die Items irgendwo auf der Welt, die hier auch verkauft werden und sowas, ne? Aber das ist halt für Leute, die dann wenig Zeit haben, oder beziehungsweise einfach keinen Bock haben auf Sammeln, sondern jetzt irgendwie was brauchen, ne? Munitionshändler kann es auch geben, der sammelt alle Sachen von Munition und packt die dann in seine Kiste und sowas, ne? Da brauchen wir als Admin gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Wir als Administration starten das nur eben mit diesem Geldsystem und so und dann läuft der Rest eigentlich von den Spielern her automatisch. Das ist so ein Selbstläufer, denn wenn das erstmal Fuß gefasst hat, so ein Projekt. Also es wäre nur eine Idee von mir, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal in die Kommentare was dazu schreiben. Und wir schauen mal weiter. Ja, Freunde, das klappt ja nicht so gut hier. Ihr seht es selbst. Bei wer ist es hier? Boah, falscher Knopf. Nee, doch, das ist richtig. Hier, der ist falsch.
Ah, den Namen kann ich gar nicht mehr sehen. Da ist gerade Toastbrot oder sowas. Ah, hier, guck mal, da ist das schon. Bambi ist das schon. Pixie Mike. Der ist hier zermalmt worden, tatsächlich. Vom Zombie oder was? Also, ich bin jetzt hier leider ein bisschen spät gekommen. Aber wenn der Zombie hier war, wieso ist denn er... Oder der ist verblutet oder so. Das kann auch sein. Ich sehe jetzt hier gar keinen Gegner. Oder hat der Robby da durchgeschossen? Warte mal, ich höre nämlich einen Roboter hier. Hat der Robby da durchgeschossen? Na, das wäre es ja jetzt, ne? Ja, wir sind hier bei der Waffenfabrik, Leute. Da ist der Toasty. Oder war er das? Oh, da hinten ist noch einer. Guck mal, Boris Sof. Ja, denn wenn er das wäre, dann hätte er den bestimmt auch auseinandergetüdelt, ne? Die gehören wahrscheinlich eher zusammen, oder? Der muss sich erstmal bandagieren hier. Guck, wie das aussieht. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Oh, deine Waffe liegt noch hinter dir. Sieht er die nicht? Eine goldene Diegel. Jetzt frisst er erstmal, Leute. Guck mal. 1 Million! Wusstet ihr, dass wir schon die 500.000 erreicht haben? Bei mir auf dem YouTube-Kanal. Wusstet ihr das schon? Ja, ich weiß, ist nicht viel, aber für mich ist das schon Meilenstein. Zwar nicht Abonnenten, das wäre was, ne? Dann wären wir einer der größten Leute. Nee, aber mit Klicks, das ist schon viel, ne? 500.000 Klicks oder sowas. Also der ganze Kanal jetzt zusammen, ne? Für so einen kleinen Pöbel-Kanal, wie wir hier haben, ist das gar nicht mal schlecht, ne? Finde ich jedenfalls. Und bald haben wir 1 Million. Es geht ja irgendwie immer schneller mittlerweile. Und dann, ja, fehlen uns aber irgendwie noch... Bei mir ist es so, Leute. Die Leute, meine Zielgruppe ist ja roundabout von 30 bis aufwärts. Also ab 40er sind am meisten und dann wird es runter ein bisschen weniger und auch oben ein bisschen weniger, ne? Also Zielgruppe sind alles eigentlich gestandene Menschen im Leben, so, sag ich mal. Und dennoch ist es so, dass wir anscheinend so wenig sind, dass ich halt abotechnisch überhaupt nicht vorwärts komme. Also, ne? Da müssen wir doch mal ehrlich sein. Also, mein Kanal ist unheimlich aktiv. Das ist auch das Wichtigste allgemein, dass das aktiv ist. Das ist wichtiger als Abonnenten. Das Problem ist bloß, ja, das macht immer, es sieht von außen immer blöde aus, wenn du wenig Abonnenten hast, ne? Weil die Leute gucken meist immer auf Abonnentenzahl und dann weiter gucken die nicht. Wie aktiv oder überhaupt was hier so läuft, ne? Was für ein Volumen hier herrscht, das sehen wenige. Und so, wenn man mal das vergleicht mit manchen, die 10.000 oder 20.000 Abonnenten haben, da komme ich meistens schon von der Aktivitäten her ran, Leute. Deswegen finde ich das so gesehen ganz gut, ne? Aber, liebe Leute, ein Aushängeschild kann uns auch nicht schaden. Wie hier als Gummler. Deswegen möchte ich euch nochmal wirklich drum bitten, unterstützt meinen Kanal, Leute. Wir haben noch nicht mal 2000 Abonnenten. Das ist sowas von wenig, das kann man sich gar nicht vorstellen, ey. Jeder, der noch nicht hier abonniert hat, ne, und meine Videos feiert, hier bei uns vielleicht sogar mitspielt, der kann sich doch mal eben kurz genötigt fühlen, auf diesen Abonnierknopf da zu drücken. Das kostet nicht, gar nichts. Es kostet einfach gar nichts. Und diese Benachrichtigung, die kannst du individuell einstellen. Entweder du wirst immer benachrichtigt oder du wirst gar nicht benachrichtigt. Jedenfalls supportest du damit halt den Kanal. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Dieser Support halt, ganz ehrlich. Damit wir mal ein bisschen Support bekommen. Ne? Also das wäre richtig geil, wenn ihr da mal euch einen Ruck geben würdet und dann uns so auch ein bisschen unterstützt. Mit diesem einen Knopf da eben draufdrücken und dann ist ja auch in Ordnung. Dann habe ich vielleicht irgendwann auch mal die 2000 Abonnenten und so weiter und so fort. Ne? Also das ist wirklich so eine Sache, auch uns, das Team hier zu motivieren. Ne? Ihr wisst das doch selbst. Wenn hier keine Mitgliedschaften oder keine Spenden kommen, dann kommt hier gar nichts rein. Wir verdienen nichts hier dran, ne? Aber wir investieren hier hundertprozentig unserer Zeit auch teilweise, ne? Das ist halt so. So ist das hier bei der LP-Schmiede. Und deswegen würde ich das fair finden, weil ich auch weiß, dass es unheimlich viele Leute hier noch gibt, die immer noch nicht abonniert haben, nach 2 Jahren noch nicht mal abonniert haben und so, ne? Dass sie dann wenigstens das tun können, wenn sie schon keine Mitgliedschaft abschließen oder hier eine Donation rausballern oder sowas, ne? Dann helft uns doch so. Das hilft doch auch sehr viel, Leute. So, jetzt wollen wir mal gucken, was geht hier ab. Dick. Ja, das ist auf jeden Fall ein Dreier-Team. Die schießen hier alle mit
Pistole oder was? Man sieht es einfach nicht unter diesem blöden Scanner. Ich hasse diesen scheiß Scanner da. Er hat eine Schrotze. Wieso schießt der denn? Da ist doch gar nicht. Hä? Ach du grüne Neune. Das ist PvP hier, Leute. Die schießen sich gegenseitig ab hier. Holy shit. Der ist alleine, wie gemein. Und der hat nur eine Pistole. Oh mein Gott. Oh shit, von da kam er. Ja, das war jetzt aber echt fies. Borisov, der ist alleine. Okay, die anderen beiden sind ein Team. Ja, zwei Schrotflinte gegen eine Pistole. Ja, Leute, so kann es kommen. Ihr seht selbst. Ja, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich denke, wieso schießt der denn? Die Zombies sind doch schon alle platt. Ne? Und dann ist hier voll PvP und Krieg und so. Ich kriege das gar nicht mit hier. Nice. Dann haben wir doch endlich mal wieder was aufgenommen hier. Der Krieg zwischen Anfängern, würde ich mal behaupten. Die sind ja alle noch nicht top-equipped, ne? Ja, hier mit euren Schaufel auf dem Rücken. Die hatte man ein bisschen gesehen, ne? Also wenn er sich versteckt hat, dann hat die Schaufel so ein bisschen da über den Kasten geguckt, so, ne? Also das ist mir nochmal eben kurz aufgefallen. Wieso sehe ich den seinen Knödel da schon wieder, ey? Merkwürdig. Das ist aber auch ein verrücktes Spiel, ne, oder? Ich will hier keine Elefanten sehen, Alter. Boah, hier voll gestapelt hier. Voll im Gesicht. Hier noch einer. Ja, guck mal hier. Also Zombies, hier kann man sich aber nicht beschweren, ne? Ich hätte dazu aber auch was im Video gesagt. Unsere Zombies sind konzentriert auf Gebäude und so. Wir wollen das hier so realistisch haben, wie es geht, ne? Und die ganzen Menschen und sowas, wenn ihr hier gearbeitet habt oder sowas, dann seid ihr doch nicht irgendwo in den Wäldern oder sowas. Die meisten Leute, nach diesem Zombie-Unfall oder nach dem Viren oder was hier passiert ist, ne? Die sind zu Zombies geworden. Und das natürlich an ihren Arbeitsstätten oder beim Einkaufen. Also in Häusern halt meistens, ne? Oder Städten, Dörfern und so. Und so haben wir das bei uns auch so eingestellt und konzentriert. Deswegen sind hier jetzt auch so viele Zombies und sowas. Na, ich will, dass die Zombies und sowas natürlich bei den Lootplätzen sind und nicht irgendwo in freier Wildbahn. Weil die freie Wildbahn, die soll eigentlich eher für die Tiere sein. Aber ich wiederhole mich, das hatte ich auch schon gesagt, dass die freie Wildbahn draußen, das soll überwiegend für die Tiere da sein und halt, dass du dann auch als Anfänger da ein bisschen survivalen kannst, dass du nicht gleich umgeklatscht wirst. Weil die Zombies, Leute, die sind hier sehr stark, das darf man nicht vergessen. Die sind überall das Doppelte stärker als normalerweise vom Spiel her gewollt. Ne, das dürft ihr nicht vergessen. Also es ist schon Survival pur hier. Ja, die laben sich jetzt natürlich an den Körper da unten, obwohl der natürlich als Anfänger auch noch nichts dabei hat. Also da gibt es nicht viel zu holen. Und denkt dran, verschont die Leute, drückt auch mal ein Auge zu, zerfetzt sie nicht ganz. Ne? Denkt dran, ihr seid alle mal neu gestartet und sowas, gerade wenn man noch alleine ist und keinen Rückhalt von Squad hat. Ne? Da dann immer so ein bisschen an die Regeln, an die Fairplay-Regel denken. Ne? Gut, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn ihr Bock habt. Und dann bis dann.